Tag 7. Captain? Captain, Sie sind wohl auf. Ja, dank meiner treuen Crew. Ich dachte wirklich, Sie wären dieses Geisterungeheuer, Captain. Brittany, Sie hatten sicher Angst um mich, was? Gefangen in diesem Monster konnte ich nur an Sie. Juhu, der Captain ist wieder da. Jetzt können wir versuchen, den Überlichtschlüssel zu finden. Und Nahrung, vergiss nicht die Nahrung. Und warum fliegt da eine Gummiente herum? Und warum liegt da... Ach, egal. Was ist das für ein Signal? Könnte es unser Freund von Hockey-Tate sein? Es würde mich nicht überraschen, wenn seine Ausrüstung Signale senden würde. Das muss Captain Olimar sein. Wir sollten eine Expedie... Wir sollten dem Signal folgen. Olimars Abenteuer sind nun unter Boons Abenteuer verfügbar. Du kannst das Hauptziel jederzeit unterbrechen, um sie zu spielen. Ja, ich würde das in separaten Parts machen. Das heißt, ich werde es separat hierzu aufnehmen, aber erst hochladen oder zur Verfügung stellen, sobald das Hauptspiel durch ist. So, Kuppel, da haben wir ja noch ein paar neue Gegner zum Lesen. Oh Gott, viele Gegner. Heldinnen-Trainer. Eigentlich eine sehr süße und wohlschmeckende Frucht. Doch Alf verträgt den Saft nicht und der Captain weiß sie nicht zu schätzen. Also werde ich ein heldenhaftes Opfer bringen und ihn trinken müssen. Ich bin von mir zu Tränen gerührt. Ach du liebes Bisschen, jetzt hat Shelly auch immer was zu sagen. Raubblatt, Kommentar, Rücken. Schwachstelle, Gewicht 1, gute Tarnung. Ein einzelnes Blatt auf dem Boden sieht verdächtig aus, aber ein einzelnes abgestorbenes Blatt? Da achtet niemand weit drauf. Sehr gut durchdacht. Gut. Wir lesen jetzt einfach nur. Wisst ihr was, wir heben das wirklich für Schluss auf. Da machen wir eine ganze Leserunde. So, bevor wir zum Wald des Anfangs gehen, gehen wir nochmal zurück zur Eisöde der Verwirrung, denn da haben wir noch nicht alles gesammelt, was wir zum aktuellen Zeitpunkt sammeln können. Denn jetzt haben wir den Captain und jetzt können wir diese eine Frucht abholen. Vielleicht sogar zwei. Und bei der Höhle von Brittany war ja auch noch was, wo man mehr als einen braucht. Gehen deine Nahrungsvorräte zur Neige, solltest du dich um das Sammeln von Früchten kümmern. Es ist auch mein Plan. Aber warte mal kurz. Wenn dann gleichmäßig. So. Sind hier neue Gegner respawned? Ja. Dann laufen wir erstmal hier hin. La. So, das lassen wir jetzt einfach mal. Da unten sind auch Gegner und ist überall Gegner. Ich glaube, ich sollte die zuerst wegmachen. Sollte die alle erstmal wegmachen. Sicher ist sicher. So. Sieht man eigentlich auch auf der Pikmin-Enzyklopädie, wie viele Pikmin man hat? 180. Wir brauchen mehr von den roten, würde ich mal sagen. Also... Andererseits sind da Wasserdinger. Lass mal jetzt einfach mal. So, aber jetzt können wir ganz behutsam dorthin gehen.
Hier. Den könnt ihr sammeln. Geht hier unten durch. Oh Gott. Ich hoffe, die Wasserviecher lassen die in Ruhe. So aus, als würden die in Ruhe lassen. Okay. So, dann einmal Brittany und der Chef. So, dann kriegt ihr auch mal hier wieder von dem Gelben. Dann noch wieder von denen hier. Und noch hier von da. So. Ihr könnt euch um die hier kümmern. So. Captain? Ja? Bitteschön. Bevor wir das machen, auf ihn mit Gebrüll. So. Brittany, dann kannst du jetzt auch die anderen rüberwerfen. Wuss. Okay. Macht erstmal das hier auf. Weil dann haben wir hier eine Brücke. So, dann können wir doch mal so machen. Alf, du gehst bitte hier hin. So, Brittany, du gehst bitte auch hier hin. So, und dann gehen wir zum Captain. So, dann klappt doch mal die Frucht hier bitte aus. So, wir brauchen mehr von den Roten, also. Okay, und dann war ich hier noch in der Nähe. Genau. So. Na, warte. Die Gelben können das hier wegmachen. Die Roten können das hier weg. So. Wunderschön. Und nur fleißig noch ganzen Beeren. Warte mal. Kann ich vielleicht? Bitte nie. Wie? Nö.
Ich muss irgendwie nach da rennen, dann kann ich ja rutschen. Muss ich eigentlich doch hinkommen oder nicht? So, die anderen 7 kümmern sich ja. Warte, ich muss hier lang. Also, wenn ich mich nicht irre. Zuerst wollte ich ja eh in die Höhle. Andererseits sind wir eh schon hier. Und das sind Gegner. Daher. Von der anderen Seite. So. Hilf, einmal hier hoch und Brittany einmal hier hoch. So. Guck, wie soll das denn gehen? Ja, fast. Komm noch mal hier hin. Vielleicht hier so. Muss ich ganz Weg wieder zurück. Komm, Alf. Wir kriegen die Notiz noch. Ich kann den so halten. So, Captain. Sie müssen es machen. Was? Das hat nicht funktioniert. Wie kriege ich den denn auf? Was ballert auf? Ich krieg das schon noch hin. Elf. Da geht das nicht. Von hier aus. Ich weiß nicht, wie ich den da hochkriege. Egal, was ich mache, du rutscht auf und zu. Ach komm. Ich kann die Notiz auch nicht aus Screen holen, weil dafür verschwende ich dann einen Tag. Komm, wir gucken erstmal, was in der Höhle ist. Und dann sehen wir weiter.
Brittany, komm uns bitte etwas entgegen. Bus. Wir haben schon 10. So. Ich nehme hier die Abkürzung. So, dann schauen wir doch mal, was haben wir denn hier? Oder brauchen wir Flugpigments? Okay. Da können wir noch nichts machen, dafür brauchen wir noch andere Pigments. Das bedeutet, wir können trotzdem nochmal versuchen. Ist sonst noch was auf der Karte, was ich zu erledigen habe? Hier ist eine Frucht noch. Und da brauche ich auch wieder Flugpigment. Dann sind wir hier wirklich durch jetzt. Dann versuche ich das jetzt noch einmal. Hört denn nicht, ich weiß nicht, was eine gute Idee ist. So, Brittany, du gehst bitte. Hier hin. Ja, der lässt direkt los. Geh ich schon noch da? Doch von da. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Warum können die Pigments das nicht für mich holen? Das ist wirklich blöd. Wie kriege ich die da hoch? Naja, komm, hol mir die anderen Pigments ab.
Wieder dahin. Beenden wir den Tag und diese Notiz wird für immer dort eine Notiz sein. Wir kommen eh wieder zurück, von daher. Denn alle Früchte möchte ich auch gerne sammeln. So viel steht schon mal. Die heutige Ausbeute an Früchten beträgt 2. Wieder eine Zitruskrümpe. Am Ende ist es nur plus minus 1. Und eine Bitterbombe. Und noch ein volles Glas. Oh, das sind aber ganz schöne Vorräte, du. Das gibt heute definitiv ein Festmahl. Unsere Vorräte müssen noch ein Weilchen reichen. Gut, unsere rote Pigment haben wir auch wieder gut aufgestockt. Ich habe schon wieder das Foto vergessen. Als nächstes müssen wir die Felspigment wieder ein bisschen höher bringen. Kriegen wir alles hin. Tag 7. Endlich ist der Captain wohlbehalten zu uns zurückgekehrt und so können wir ab morgen ernsthaft mit der Erforschung dieses Planeten beginnen. In den bereits von uns erforschten Gebieten gibt es sicher Orte, an die wir bisher noch nicht gelangt sind. Ja, das haben wir heute schon erkundschaftet, lieber Alf. Speichervorgang. Und damit sage ich an dieser Stelle wieder Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal bei Let's Play Pikmin 3 Deluxe. Bis dahin, tüdelü.